angekommen in Paris, im vereisten Hafen mit den vielen Segelbooten, Glückseligkeitsgefühl auf offener Straße, Paris-Seveille singen, die Zivilpolizisten versuchen, durch verschiedene Fragen mich aufs Glatteis zu führen, was die Verkleidung bedeutet. Ja, natürlich, ich suche ein billiges Hotel, aber wenn nicht, muss ich eben im Auto übernachten. Was die 10 Gebote bedeuten, zum Beispiel das 2. von Mylopotamoi. Nein, Mylopotamoi ist eine Sehenswürdigkeit auf Kythera. Und die 10 Gebote würde man auch noch zusammenbringen. Viele solche Fragen. Aber das war nur das Ende des langen Traums.